Okay, was würdest du machen, wenn du jeden Tag 500 Euro verdienen würdest oder halt mehrere Euro? So wie es die ganzen YouTube- und TikTok-Videos versprechen. Vielleicht Strand, chillen, Kino, krasse Autos kaufen, was auch immer. Darum soll es eigentlich gar nicht gehen in diesem Video, sondern ich hoffe einfach nur, dass wir Geld machen können. Dadurch, dass die Videos sehr vielversprechend aussehen und die claimen, dass die Millionär werden innerhalb von, ja, 2 Minuten gefühlt. Ich bin da, um es herauszufinden. Okay, das heißt natürlich jetzt, dass ich auf TikTok erstmal rumscrollen muss und ja, schauen muss, ob ich dann ein paar Trading-Signale finde, beziehungsweise Videos oder Leute, die mir ihren Kurs andrehen wollen. Hey Bro, you heard of Forex, Bro? Wenig Bock drauf, um ehrlich zu sein, aber no pain, no gain. Original nach dem 4. TikTok oder so, habe ich jetzt mal eine Trading-Strategie gefunden. Sowas zum Beispiel würden wir nehmen, aber da bin ich noch auf den richtigen Kanal gestoßen. Der hat bestimmt ein paar Videos, in denen er zeigt, wie er seine Millionen macht. Aber genau sowas suchen wir halt, Leute. Weil der zeigt uns jetzt genau, welche Indikatoren wir benutzen. Also da ist schon einiges mit dabei, welche sie benutzen können, aber irgendwie kann ich diese Challenge nicht ernst nehmen. Ich habe auch noch ganz vergessen zu erzählen, mit wie viel wir traden. Mit 1000 Euro werden wir traden. Schauen wir dann mal, ob sich wirklich diese ganzen TikTok-Gurus beweisen können und mir tatsächlich Geld verschaffen können. Mark, give me the sock. So, okay, ich habe mich jetzt mal fürs erste TikTok entschieden. Und ihr seht hier auch aktuell die TradingView-Chart mit den Indikatoren. Das TikTok hat gesagt, wir müssen hier auf Indicator gehen, geben Supertrend ein und nehmen das hier von Givans, was auch immer. Dann habt ihr diese Sachen hier, die hier angezeigt werden. Und dieses untere bekommt man, indem man hier eingibt Elliott Wave Oscillator. Dann klickt man den hier an. Und nun müssen wir halt schauen nach den Signalen, die hier gegeben werden. Zum Beispiel hier, hier war ein Buy-Signal und dort sind auch diese Wellen ins Grüne gerade gegangen. Und das wäre eine Entry-Position für eine Long-Position. Heißt, hier hätte man kaufen können und man soll dann verkaufen, wenn wir wieder ein Sell-Signal haben, heißt in diesem Zeitpunkt. Aber ich bin gespannt, wie diese Trading-Strategie von dem lieben, ja, TikTok-User jetzt performen wird. Er meinte, dass Forex, Kryptowährung und ja, Aktienmärkte die besten sind, was auch eigentlich die 3 größten Märkte sind. Ich würde einfach sagen, wir machen hier ein Random Wheel und gucken, was so dabei rauskommt. Und der allererste Trade, den wir eingehen werden, ist in Euro US-Dollar. Boom. Und jetzt, ja, müssen wir eigentlich nur noch warten. Das ist mega riskant, macht es bitte nicht. Und wir warten hier einfach darauf, bis sich hier dann letztendlich ein Signal ausspielt. Also ich warte hier die ganze Zeit darauf, dass es ein neues, ja, Signal gibt. Aber ich sehe einfach nur, wie das letzte Signal uns richtig viel Geld eingebracht hätte. Wir haben noch genug Möglichkeiten, hier aus dieser Challenge Geld zu machen. Deswegen Patience ist hier, glaube ich, die wichtigste Weisheit. Trading sollte man ja auch mental als eine Challenge, ja, wahrnehmen. Kurze Zeit später hatten wir dann auch unser erstes valides Signal bekommen. Nur was dann damit passieren sollte, wo ich zu diesem Tag immer noch. Okay, ich habe was Riskantes gemacht und zwar ist der Preis nämlich runtergekommen, nachdem wir den Trade eingegangen sind. Wie ihr es hier seht, wir waren mega im Roten und dann bin ich halt noch eine Buy-Position reingegangen, die sich aktuell gerade gut auszahlt, denn wir sind fast im Profit, beziehungsweise sind sogar im Profit. 1 Euro, 2 Euro sogar. Kann ich mir schon fast eine Cola kaufen. Der TikTok-Indikator hat gesagt, wir sollen reingehen, dadurch, dass unten die Welle grün war und oben diese Linie uns auch ein Buy-Signal gegeben hat. Und wir sehen nämlich aktuell, dass der Preis halt weiter hochgeht. Verkaufen tun wir dann, wenn es ein Sell-Signal gibt, also bleiben wir hier noch weiter drin. Okay, also der erste Trade war jetzt nix. Wir haben den mit knapp 40 Euro Miesen, ja, zumachen müssen, dadurch, dass wir ein neues Signal bekommen haben auf der Chart. Aber direkt das nächste Signal war ein Verkaufssignal, haben wir getätigt. Wer hätte gedacht, dass das schon fast das Ende dieser Challenge geworden wäre? Also jetzt haben wir eigentlich genau das gleiche wie eben. TradingView hat uns wieder ein anderes Signal geschickt. Erstmal natürlich die Verkaufsposition eingegangen, dann ist sie ein bisschen hochgegangen. Natürlich, so dumm wie ich bin, habe ich den gleichen Fehler nochmal gemacht, dass wir dann immer weiter reingegangen sind. Damit, falls wir wieder in den Profit gehen, wir halt in den Profit gehen, logischerweise. Aber jetzt hat TradingView oder beziehungsweise diese TikTok-Strategie das nächste Signal geschickt. Wenn ich die Position jetzt schließen würde, haben wir eigentlich fast 200 Euro verloren. Soll ich jetzt auf hoffnungsvoller Basis jetzt den Trade noch offen lassen und hoffen, dass der Preis runterkommt, oder akzeptieren wir die 200 Euro Miese? No. Eine Entscheidung, die ich nicht treffen will. Deswegen nehmen wir jetzt diesen Dogecoin. D steht für dumm und wenn hier das D kommt, verkaufen wir. Wenn das Gesicht kommt, dann bleiben wir drin, ne? Und tatsächlich ist es das D, das heißt, wir müssen unsere Position schließen bzw. verkaufen. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gemacht, um ehrlich zu sein, aber dadurch, dass es sowieso nicht meine Entscheidung war, müssen wir jetzt die 200 Euro Miese akzeptieren. Innerhalb der letzten halben Stunde habe ich 145 Euro verloren, weil ich nur noch 855 Euro auf diesem Account habe. Fängt ja schon mal gut an. Nach diesem ersten Rückschlag brauchte ich ein bisschen Zeit für mich, um meinen Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Denn so nicht anders habe ich das von unserem Top-G gelernt. Aber ein kleines bisschen Hoffnung war dann doch am Ende des Tunnels. Also beim US-Dollar und japanischen Yen Forex-Paar läuft es überhaupt nicht. Da sind wir wieder böse in den Negativen. Und ich habe wieder Revenge-Trading veranstaltet. Okay, ich habe dann nochmal eine Buy-Position getätigt. Macht auf jeden Fall nicht nach das, was ich mache. Ich werde wahrscheinlich den ganzen Account, wenn es weitergeht, verlieren. Aber natürlich, wenn der Preis jetzt wieder hochgeht, sind wir mega im Plus. Und ich bezweifle, ob man mit dieser Strategie tatsächlich Geld machen kann oder nicht.
Und dann der nächste Trade, der in die Miesen gegangen ist. Vielleicht sollte ich Trading mal ein bisschen professioneller behandeln. Der Preis, der schießt irgendwie gerade böse durch die Decke. Und auf einmal sind wir nur noch 10 Euro im Miesen. Also ja, was auch immer hier gerade für ein Pump-and-Dump-Scheme erfolgt, ich find's gut. Ich bin halt auf riskant wieder ganz unten mit richtig viel reingegangen. Hoffentlich spielt sich das noch gut aus. Was aber dann mit dem Preis passieren sollte, ja, schaut euch einfach mal der Live-Reaktion an. Bro, was? Jungs! Geil, okay. Um die 160 Euro im Profit konnten wir an dem Abend noch sichern. Und somit haben wir tatsächlich für den Tag 20 Euro Profit rausholen können. Put your money up, not your phone, yeah. Baba Bowie. Gut, ungefähr 2 Tage sind jetzt vergangen, nachdem ich den letzten Trade geplaced hatte. Ich brauchte ein bisschen Zeit, um zu überlegen, ob ich dieses Video tatsächlich weitermachen soll oder nicht. Denn man hat ja gesehen, wie volatil das Ganze hierbei ist. Vor allem, wir verfolgen hier keinen richtigen Plan und somit einfach mal so 1000 Euro zu verlieren, ist ja schon nicht so nice, um ehrlich zu sein. Aber dadurch, dass es sowieso nur die erste Strategie von, ja, 3 Stück ist, habe ich mir jetzt überlegt, okay, schließen wir mit der TikTok Trading Strategy ab und suchen uns die nächste raus. Credits muss man natürlich geben von dem Bruder. Okay, geht ihr erstmal auf Trading View, dann müsste ich hier oben auf Indikator gehen, die Balken in Heikin Ashi, hier ist es, umstellen. Dann braucht ihr auf jeden Fall noch den ersten Indikator Parabolic eingibt. Und dann nehmt ihr hier Parabolic SAR bei Style, das allererste aus. Dann braucht ihr noch einen Exponential Moving Average und diesen stellt ihr dann in den Einstellungen auf 150. Und der Trick hierbei ist jetzt, einerseits ja logischerweise hier auf die Signale zu schauen, wann was passiert. Hier jetzt zum Beispiel Buy, aber außerdem auch noch auf diese Linie zu achten. Denn wenn der Preis hier ist und hier ein Sell ist, beziehungsweise der eine Indikator sagt, wir müssen nicht jetzt verkaufen, klar kam der Preis hier runter, aber dadurch, dass der Preis über dieser blauen Linie ist, gehen wir diesen Trade nicht ein und somit, wenn der Preis über dieser Linie ist, kaufen wir, denn dann indiziert es einen Aufwärtstrend. Aber jetzt seid ihr im Bilde, wie dieser TikTok Trading Indikator, der für unsere nächsten paar Trades aktiv ist. Yalla Jungs, we have a signal. Und wir sind drin. 1 Euro in den Miesen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Jetzt 1 Euro im Plus. Also diese Strategie gefällt mir schon mal viel mehr. Ja, okay, wir sehen halt, der Preis ist über dieser Linie. Es wurde ein Buy-Signal ausgespielt. Beide Bedingungen wurden erfüllt. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir zum Mond fliegen. Wir sind aktuell sogar 7 Euro im Profit. Ihr seht hier noch den PayPal-Trade, der noch offen ist. Ja, den behalte ich auch erstmal, denke ich. Daytrading Millionaire. Ich habe innerhalb der letzten Stunde über 100 Euro verdient. Dadurch, dass ein Tag 24 Stunden hat, kann man einfach so 2400 Euro am Tag verdienen. Was ist das für eine Methode? Nein, okay, so würden wahrscheinlich TikToks wieder diese Strategie argumentieren, denn ihr seht hier gerade, wir sind reingegangen und es gab einen immensen Spike nach oben. Ich bin dann direkt rausgegangen. Somit könnte ich für diese Position 120 Euro im Profit securen. Aber wer hätte gedacht, dass der Preis jetzt so in die Decke schießt? Gehen wir dann auch demnächst wieder die nächsten Trades ein. Ja, zum Glück haben wir unseren Trade vorhanden nicht behalten, denn ihr seht, ja, der Preis ist massiv nach unten gedroppt, warum auch immer. Ich schaue jetzt auf jeden Fall nach weiteren Trades und danach wurden auch direkt 2 Signale rausgegeben. Heißt, somit sind wir weitere 2 Trades eingegangen. Ja, aber ab jetzt ging dann schon die Höllenfahrt los. Der Account ist wieder in den Miesen. 260 Euro circa sind wir in den Negativen. Und normalerweise, dadurch, dass es hier Trading ist und kein Investieren oder Swing Trading, sollte ich die Position auch jetzt schließen. So naiv wie ich bin, lasse ich die aber, glaube ich, über Nacht offen mit einem Stop-Loss. Heißt, wenn der Preis allzu krass in die Negativen geht, geht der automatisch raus, damit wir halt den kompletten Account nicht verlieren. Ach. Irgendwie fühlt sich das an, als würde das Leben oder beziehungsweise, ja, irgendetwas mich zurückhalten wollen. Vor allem, weil wir die Challenge mit einem Minus ja gestartet haben, dann aber ein richtig dickes Comeback hinlegen konnten und dann jetzt wieder so dumm in die Miesen gegangen sind. Heißt aber auch wiederum, glaube ich, wenn wir Glück haben, kommen wir da auch sehr schnell wieder raus. Aber für heute war es das dann jetzt wirklich. So, meine Freunde, ich bin gerade erst aufgestanden und bin natürlich gespannt, wie unsere Trades ausgefallen sind. Minus 237 Euro, die 2 Positionen. Aber dafür ist die andere noch ziemlich gut am Laufen. Das heißt, ziemlich gut. Immer noch in den Miesen. Aber ich bin hier mit einer neuen reingegangen, da der Preis jetzt wieder steigt. Alles schlau? Wahrscheinlich nicht. So sieht die Chart nämlich aktuell aus. Nur sind wir immer noch nicht da, wo unsere 2 anderen Positionen sind. Deswegen, ja, sieht auch so aus, als hätten wir genau im Spike gekauft. Aber ja, let's see, was passiert. Okay, Leute, krasses Update auf jeden Fall. Es sind jetzt seit Wochen 2,5 Stunden vergangen und wir sind ein bisschen im Profit. Vorhin waren es noch 80 Euro. Jetzt ist halt die Frage, ob wir diese Position schließen sollen oder nicht. Also ich bin euch ehrlich, die stündliche Chart sieht nicht so gut aus. Ja, komm, ich würde sagen, wir gehen raus. Macht keinen Sinn, sonst ist es kein Trading, sonst ist es einfach nur, ja, sag ich mal, investieren. Bisschen Profit immerhin aus diesem Trade mitgenommen. PayPal ist immer noch offen. Und da sehen wir den Total von den 2 Trades, minus 200 Euro. Okay, tatsächlich haben wir sogar auf der gleichen Chart ein gleiches Signal bekommen, dass wir kaufen sollen. Da ist unsere erste Position USD-CAD. Hier unten seht ihr es, minus 6 bzw. 7 Euro. Falls wir wieder ins Minus gehen sollten, wisst ihr, was ich machen werde. Aber wäre doch nice, wenn wir heute an dem Tag wieder zu unserem 1000 zurückkommen könnten. Aktuell sind wir bei dieser ganzen Challenge
mit 62 Euro in den Miesen. Bin gespannt, was der Tag noch heute mit sich bringen wird. Nächstes Signal haben wir gefunden. Der Preis ist oberhalb der Linie und wir haben ein Buy-Signal. Wir sehen auch aktuell, die andere Position blastet absolut durch gerade. Und ich würde sagen, wir nehmen das Geld einfach mit. Mit 55 Euro habe ich die Position jetzt geschlossen. Wir haben mit diesem Trade fast 55 Euro reinbekommen. Durch die offene Position und durch die PayPal-Trades. Jetzt immer noch in den Miesen. Und Stand jetzt hatte ich wieder echt viel Hoffnung. Vor allem, weil dann auch der offene Trade sich auch noch positiv entwickeln sollte. Wir sehen hier, der Preis schießt einfach in die Höhe. Über 50 Euro im Profit mit der Position. Ich denke, ich werde diese auch dann jetzt schließen. Mit den letzten Positionen ist echt alles richtig gut gelaufen. Und wenn es so weitergeht, dann werden wir heute eventuell wieder profitabel, beziehungsweise holen den Profit rein, den wir verloren hatten. Aktuell steht unser Account bei 1043 Euro. Aber bis jetzt läuft es auf jeden Fall sehr vielversprechend für heute. Wir sind dann auch natürlich den nächsten Trade eingegangen. Nur die schlimmste Position in dieser ganzen Challenge sollte noch kommen. Okay, ich habe was mega Riskantes gefunden, wie wir unser ganzes Geld wieder zurückmachen können. Gold. Dort sind die Tickraten immer sehr, sehr hoch und man kann da sehr, sehr schnell Geld verdienen, beziehungsweise auch verlieren. Jungs, was passiert hier gerade eigentlich? Also irgendeine wichtige Nachricht ist auf jeden Fall rausgekommen, denn diese Position und auch die Goldposition waren extrem volatil und wir konnten tatsächlich mega viel Geld in Gold mitnehmen. Also wir sehen hier auch absolut den Meltdown im Preis in Gold. Wir sind fast 100 Euro im Profit. Jetzt beide geschlossen und tatsächlich haben wir den heutigen Tag somit wieder rumgedreht. Ich weiß nicht, wie wir das die ganze Zeit wieder schaffen. Eine Goldposition, die ich nochmal eingegangen bin, hat über 120 Euro im Profit mitgenommen. Die andere leider in 10 Euro miese. Ist aber okay. Denn overall, wie ihr es hier unten seht, 71,69 Profit. Stellt euch mal vor, man hätte jetzt eine richtige Strategie, beziehungsweise ein System, was sagt, okay, 10% minus, 10% plus gehen wir raus. Wenn das passiert, dann machen wir das. Könnte ich mir schon vorstellen, dass sowas eventuell funktionieren kann. Danach hatten wir auch nochmal einen neuen Trade bekommen. Nur dieser Trade sollte alles verändern. Trading macht auch ein bisschen süchtig. Somit habe ich dann die ganze Zeit mein Handy gecheckt. Aber was dann mit meinem Account passieren sollte, ja, nicht gut. Einerseits ist die PayPal-Aktie gedroppt, aber um ehrlich zu sein, das juckt mich gar nicht. Schaut sich einfach selber an. Ja, der Preis ist immer weiter hochgegangen und ich dachte mir immer wieder, okay, wenn der jetzt fällt, genau jetzt fällt, dann würden wir noch mehr Geld mitnehmen, beziehungsweise unsere alten Positionen schneller ausgleichen. Und der Preis stieg und stieg und stieg, sodass wir letzten Endes mit, ja, 10 Positionen drin sind. Ich habe mal auf der Chart gecheckt, wir sind immer noch unterhalb der Linie und es wurde wieder ein Verkaufssignal gesetzt. Deswegen ist das Signal immer noch vorhanden. Aber so habe ich jetzt halt auch nicht mehr so viel Margin frei und Liquidität auf dem Konto, dass ich jetzt am Wochenende krasse Krypto-Trades raushauen kann und euch zeigen kann, dass man damit Lambo verdienen kann. Die Hoffnungslosigkeit wurde immer größer und größer, vor allem, weil wir immer mehr und mehr in die Miesen gegangen sind und es war wirklich aussichtslos. Ich weiß selber nicht, wie ich es euch sagen soll, denn ich habe selber keine Ahnung, was da passiert ist. Der Preis ist kurz vor Marktende sogar in unsere Richtung gefallen und der Preis ist immens gedroppt. Nur wurden komischerweise unsere Positionen vorher schon geschlossen. Vor allem wurden die Position geschlossen zu einem unfassbar hohen Preis. Ihr seht hier dabei, dass diese gestrichelte Linie bzw. der Pfeil nach oben komplett, ja, überhalb des Preises ist und da wurden wir rausgeschmissen mit unseren Trades, obwohl wir dann gesehen haben, yo, der Preis fällt doch. Vielleicht war es ein Margin Call, aber ich habe immer noch auf dem Account 250 Euro, wenn wir die Trades jetzt alles schließen würden. Aber somit hat jetzt dieser Trade 720 Euro oder was für eine Preismanipulation da auch hintersteckt, 720 Euro aus meinen Taschen gezogen. Okay, die Wochenends-Trades habe ich jetzt auch geschlossen. Ziemlich viele Positionen, beziehungsweise alle, außer die PayPal-Aktie, ist ins Positive gerutscht und wir konnten mit denen insgesamt für heute nochmal 105 Euro dazu gewinnen. Nur ändert das am Total nicht so viel, denn wir haben insgesamt minus 546 Euro durch diese TikTok-Strategien verloren. Womit ich aber Geld gemacht habe, und zwar auch im Internet, ganz einfach von zu Hause aus, seht ihr in diesem Video, denn dort habe ich Shopify Dropshipping betrieben, aber mein Produkt hat nur 0 Euro gekostet. Was es damit auf sich hat, seht ihr in diesem Video. Viel Spaß! We'll be right back.